Hey ihr, da bin ich wieder und heute habe ich für uns die ganz neue die ganz neue Marvel Collector Corps und zwar mit dem Thema, jetzt muss ich mal auf den Namen gucken, weil der ist nämlich dieser relativ lang. Das ist die First Appearance Avengers Box und ja, das Ding hier kam eben gerade erst bei mir an und ich würde sagen, wir packen die direkt mal aus und schauen mal, was uns hier diesen Mod alles Tolles drin ist. Für die es halt nicht kennen, die Marvel Collector Corps ist eine Box, die alle 2 Monate rauskommt, immer unter einem ganz bestimmten Thema, natürlich immer irgendein Marvel-Thema. Und ja, die ist halt alles mit im Zusammenarbeit mit Funko. Und deswegen sind halt hier immer irgendwelche Funko-Produkte drin, die es halt exklusiv nur in diesen Boxen gibt. Ja, deswegen bestelle ich mir die auch, weil, wie man hier hinten sieht, ich sammle ein bisschen Funko-Zeug. So, und ganz oben sind wie immer drin ein kleiner Pin und ein Aufnäher. Ich packe die mal gerade aus, damit man die auch etwas besser sehen kann. Na, kommt raus. Okay. Als erstes ist es der. Na, so rum. Der Pin. So ist er scharf gestellt. Das ist ja diese Box von den First Appearance Avengers. Also, es ist keine Box von den Avengers, die wir es halt aus dem Kinofilm kennen, sondern die allerersten. Und das hier ist der Nick Fury, wenn mich nicht alles täuscht. Und der ist eigentlich im Original. Wieso stellt es denn heute nicht scharf? Halt, das heißt, nee, im Original ist ja auch falsch. Also, der alte Nick Fury ist eigentlich ein Weißer und nicht der Schwarze, den wir halt, gespielt von Samuel L. Jackson, den wir halt so eigentlich alle kennen. Aber der ist ja nicht weniger cool, ne? Ich finde den sogar ziemlich cool in den Filmen, den Nick Fury. Der spielt das richtig, richtig gut. Meiner bescheidenen Meinung nach. So, und dann haben wir es hier noch drin: RIP, ein Aufnäher, einen kleinen Patch. Das ist er mit Captain America drauf. Sieht eigentlich ganz nett aus. Mir gefällt es, dass der Fuß hier so ein bisschen aus dem Patch selber halt so rausguckt, sage ich mal. So, aber jetzt kommen wir mal zu den hoffentlich richtig guten Sachen. Schauen wir mal. So, ganz oben drinne haben wir... Jetzt muss ich aber gucken. Ich zeige das erst zum Schluss, weil ich spoiler mich dabei immer. Weil auf der Rückseite von dem Ding hier steht immer drauf, was halt hier alles in der Box drin ist. Aber hier sehe ich schon, was das nächste Thema ist. Und das wird richtig, richtig cool. Das sage ich euch jetzt schon. Aber das zeige ich dann halt am Schluss. So, das erste richtige Item ist ein T-Shirt. Und das sieht cool aus. Ich packe es mal aus und zeige es euch. Jetzt haben wir hier ein T-Shirt in einem Hulk... So rum. In einem Hulk-Design. Und das ist halt eher so wie ein Comic-Heftchen halt gemacht. Also wie das Cover von einem Comic-Heftchen. Sieht richtig, richtig cool aus. Mir gefällt das. Das hier unten soll, denke ich mal, dann der Bruce Banner sein. Der hier, der. Und ja, der Hulk guckt ein bisschen zu nett, oder? Finde ich. Der guckt noch ein bisschen zu nett. Wir müssen eigentlich ein bisschen grimmiger gucken. So, was haben wir jetzt hier noch? Mit welcher Seite fangen wir an? Das hier müsste der Pop sein. Den holen wir dann erst zum Schluss raus. Holen wir jetzt mal das hier. Oh, ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Und das hier ist ein... Der sieht cool aus. Ein Vision Pop. Ich glaube, diesmal muss ich auch gar nicht auspacken. Ich habe jetzt mal nämlich das Licht ein bisschen anders gemacht hier. Und ich glaube, man kann ihn gut erkennen, oder? Oh, die Spiegelung. Ich hole einfach raus. Erstmal so die Packung, so. Von der Rückseite. Zip. Von oben, von unten. Und ja, so sieht das Ding halt aus. Ich packe den jetzt mal aus. Und dann kann ich euch nämlich ein bisschen besser zeigen, wie der aussieht. So, das hier ist er. Das hier ist unser Funko Pop, den wir diesmal hier drin haben. Das ist, wie eben schon erwähnt, das ist der Vision. Und ich finde, der sieht richtig cool aus. Ich meine, guckt mal auf die Pose von dem, ja? Das ist mal was anderes. Also mir fällt so spontan kein Pop ein, der diese Pose hat. Auch mit einem richtigen Wackelkopf. Ja, cool. Warum nicht? Mir gefällt der sehr, sehr gut. Jetzt packen wir hier mal das nächste aus. Und ich glaube, heute sind hier sogar 2 Funko Pops drin. Also diese Verpackung hier fühlt mich sehr nah am Funko Pop aus. Und es ist... Oh mein Gott, ist das cool. Ist das cool. Das ist ein Iron Man. Aber es sieht doch ganz stark danach aus, wie dieser Iron Man, also den, der so sich da mal selber zusammengezimmert hat in dieser Höhle da. Ich meine, gut, das hat jetzt nichts mit den Avengers-Filmen oder auch mit den Iron-Man-Filmen zu tun. Das sind halt die alten Comic-Dinger. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt ein bisschen passen, in welchem Zusammenhang die jetzt hier genau stehen. Und was steht denn hier noch? Iron Man Tales of Suspense oder so ähnlich, ja?
Nummer 39, das ist dann wohl ein Comic, sonst ist hier hinten auch ein Comic abgebildet. Auch den hole ich mal raus und dann können wir einen etwas genaueren Blick auf den drauf werfen. So, hier ist er. Whoop. Das ist unser Iron Man, der diesmal dann da drin ist. So sieht er aus und der hat auch eine coole Action-Pose, wie ihr das hier gerade sehen könnt. Also ist schon hinten, also von der Seite und naja, vor allen Dingen halt von da. Sieht schon richtig cool aus. Aber ob das jetzt wirklich diese Iron Man Rüstung ist, die da wie in dem Film halt auch in so einer Höhle da zusammen gebastelt hat, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Comics nicht wirklich gut aus. Aber es kann sein. Keine Ahnung. Wer weiß. Also ihr, wer weiß es bestimmt, aber ich weiß es nicht. So, mal gucken, ob hier noch was drin ist, weil ich glaube nicht. Oh, das war schon. Wir haben diesmal, ich wollte gerade nur sagen, nur wäre das falsche Wort. Wir haben diesmal drinne ein T-Shirt und zwei Funkpops. Normalerweise ist immer nur einer drinne. Ja, und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, was hier ist. Und zwar hier, das ist das Thema von der nächsten Box. Und das wird Thor Ragnarok sein. Cool, oder? Also, ich glaube, das hier wird, genau wie jetzt die Avengers Box, eine richtig, richtig coole Box. Die kommt dann jetzt raus im, das haben wir August, im Oktober, genau. Und kommt auch dann der Film raus? Ich weiß es gerade nicht. Kommt er im Oktober schon raus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, hier, die Rückseite noch. Aber da steht halt immer nur drauf, was halt jetzt so in der Box halt drin war und wie die halt so im Rohzustand halt noch aussahen und bla 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 bla. Eigentlich finde ich die Rückseite von den Dingern immer relativ uninteressant, aber ach Gott, ja. Macht ja nichts. Was dabei ist, ist dabei und darüber beschwert mich auch nicht. Ja, das war's. Das war die neue Marvel Collector Corps mit dem Thema First Appearance Avengers. Und ja, ich sag mal, danke fürs Zugucken. Hier auf der Seite kommen jetzt noch ein paar andere Videos, die ihr euch gerne angucken könnt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns an einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Tschüss.